Herzlich willkommen bei natürlich einer neuen Folge von Shakes and Fidget. Ja, was soll ich großartig sagen? Es geht jetzt voll auf Weihnachten zu. In 2 Wochen ist Weihnachten. Nächste Woche fällt leider aus. Aber am 24. kommt nochmal eine Folge. Und dann, ja, dann ist auch schon Wahnsinn. Das Jahr rum, das ist echt der Wahnsinn, wirklich, das ist wow. Was haben wir hier eigentlich für einen Auftrag? Einmal Edelstein in der Mine gewinnen. Nö. Die Edelsteinmine baue ich mich gerade auf 20 aus. Das geht leider nicht. Gucken wir mal hier. Ja, das kann ich da reinschmeißen. So. Und zwar war ich auch fleißig und habe hier ein Ei gefunden. Und zwar das Ei, was man im Weihnachtsmonat finden kann. Das heißt, ich muss nicht bis nächstes Jahr warten, um dieses zu bekommen. Yay! Das Einzige, was mir jetzt noch Sorgen macht, ist das Ei für Silvester und Neujahr. Da muss ich noch genauer im Internet nach der Beschreibung gucken, welche Uhrzeiten das sind. Ab wann ich anfangen kann zu suchen. Und das ist der Immernachtwald. Soweit ich weiß. Bin ich das richtig? Oh, da oben blinkt es. Okay, das ist schön angezeigt. Und hier bewegt sich das Ei. Und dann können wir draufklicken und schon haben wir es freigeschaltet. Und man muss es nicht mehr reinziehen. Das ist doch schön. Genau. So, ich glaube, es war ein... Feuer war es. Genau, hier. Rocky. Die Rakete. dieses Pet ist selten. Kann im Silvester und Neujahr im immer Nachtwald begegnen. Das bedeutet, ich muss wirklich gucken, dass ich... Falls ich nämlich die ersten Versuche versaue und das nicht finde, weil es ist ja wirklich nur eine sehr kurze Zeit, wann Silvester und Neujahr ist, ne? Und deswegen brauche ich auch Pilze. Das heißt, ich darf meine Pilze jetzt nicht ausgeben, denn ich muss wirklich in diesem kurzen Zeitraum ja dieses Pet finden. Und wenn dieses Dorf, sage ich jetzt mal, nicht erscheint, dieser Ort, wo ich hin muss, oder er erscheint und ich versaue es, indem ich natürlich nicht das Pet, sondern irgendwas anderes bekomme, habe ich ein Problem. Mit anderen Worten, ich könnte schnell am Arsch sein. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich das hinkriege. Gehen wir dem mal kurz hier noch den Apfel. Wie lange muss ich noch warten? 9 Minuten. Okay. So. Leider habe ich nämlich auch noch das Pech, hier keine guten Tränke und sowas zu bekommen in letzter Zeit und würde gerne eigentlich auch dafür Pilze ausgeben. Kann ich aber nicht machen, weil ich möchte ja die Pilze behalten und allen drum und dran. Dungeon. Da kämpfen wir erstmal. Zack. Festung. Klick, klick, klick. So, das dauert noch 14 Tage. Ja, das ist nicht schlecht, ne? 14 Tage muss ich jetzt noch warten, dann ist die Edelsteinmine auch fertig. Dann brauche ich wirklich nur noch die Befestigung und die Akademie. Befestigung ist Stufe 15, die Akademie Stufe 16. Das heißt, das dauert alles beides auch nochmal viel. Ich denke mal, das geht bis zum... auf jeden Fall nächstes Jahr irgendwie... Vielleicht März oder sowas. Dann müsste ich das alles hier fertig haben, weil ich manchmal ja auch verspätet hier das auch wieder das nächste starte, weil ich mir ja keinen Timer stelle oder so. Ist ja nicht ganz so dringend, das alles fertig zu machen. Das ist mir zu gefährlich, das mache ich nicht. Dann drehen wir das Ganze mal und gucken hier mal. 3 Tage, 8 Stunden. Seelenextraktor, dann haben wir den nämlich auch fertig. Dann geht es wirklich nur noch um die Sachen hier drumherum. Hervorragend. So, Helden anlocken. Dann wollen wir doch mal die Helden anlocken. Mal sehen, wie ergiebig sie heute sind.
Ich mache mir das mit diesem Anloggen wirklich sehr einfach. Also ich könnte auch den Held suchen und gucken, dass ich ganz weit nach oben gehe. Hier, warte mal, gehen wir mal zum Rang 1. Wow. Diesen Spiel in deine Unterwelt locken. Jo. Versuchen wir es einfach mal. Ah, ich habe vergessen, meine hier Dinge auszubauen. So. Da, den schaffen wir halt noch nicht. Das liegt nämlich aber auch daran, dass ich die ausbauen könnte hier. Wartet. Boah, wo macht man das hier? Beim Plus, okay, gut. Hier könnte man die nämlich ausbauen für die, das Zeug hier. So. Interessant ist für mich der hier. Der kostet aber auch schon einiges. 110 mal ausgebaut. Boah. So. Ist ja kein Wunder, dass ich hier überhaupt nichts gedeichselt kriege, wenn die überhaupt nicht gelevelt sind, ne? Also das ist schon übel. Da finde ich die ganze Zeit am Verlieren. Die sucht mir nur Scheißgegner raus hier. Ha! Der übernimmt jedes Mal den gleichen. Geil. Den übernimmt immer den, den ich. Oh. Finde ich jetzt aber uncool, ne? Gehen wir mal auf mich, um das zu gucken, ob wir das wieder dadurch ändern können. Nee. Der nimmt immer den gleichen. Geil. Ja, der übernimmt immer denselben. Dann gehen wir einfach auf den und locken den mal an. Oh, ist das geil, ey. Für den bin ich auch zu schwach. Der ist nur ein über mir. Schöner Ausgleich. Gib mir Pilze, 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 Pilze. Ach, nur einmal Pilze gekriegt. So Mist. Nein, jetzt nicht Flimmerkiste. Kann mir das jetzt gerade nicht leisten. Gut, dann gucken wir mal, ob ich hier wenigstens was Vernünftiges reißen kann. Bei dem hier. Au. Ja, würde ich sagen, das lief gar nicht mal schlecht. Endlich mal was anderes. Und dann sind wir auch schon auf Stufe 615. Gut, ich habe es mit Rängen und sowas sowieso nicht so. Ich bin eher der gemütliche Spieler. Gut, wie sieht es denn da oben aus? 10 Ehre gewonnen. Oh mein Gott, ich habe 10 Ehre gewonnen. Der Trick hierbei ist es zum Beispiel, wenn man einen bestimmten Ort sucht, ich gebe dir heute noch mal ein paar Tipps, einen bestimmten Ort sucht, geht natürlich alle durch hier. Bei euch sieht das vielleicht anders aus, wenn ihr nicht die Remaster-Version habt, aber ich empfehle euch die Remaster-Version, wenn ihr noch Flash habt. Wechselt einfach unter dem Zahnrad, das findet ihr ja hier oben. Dann könnt ihr nämlich auf die und importieren könnt ihr gerne machen, also den Charakter übertragen. Ihr könnt aber auch auf die andere Version wieder umsteigen. Das heißt, ihr seid nicht endgültig bei der Remaster-Version. Wenn die nämlich völlig fehlerhaft, zum Beispiel mal aus Versehen wegen eines Updates ist, könnt ihr immer noch auf die Flash- oder auf die HTML5-Version wechseln. So. Und wenn ihr dann hier suchen tut, so einen bestimmten Ort, und der nicht dabei ist, guckt ihr, wie viel Zeit ihr verbraucht, um diesen Or einen der Orte eben teilzumachen. Hier, der braucht nur 4,5, beziehungsweise 4 Minuten 30 Sekunden. Der hier 9 Minuten 30 Sekunden. Der hier ebenfalls 9 Minuten 30 Sekunden. Dann nehmt ihr den niedrigsten und startet ihn. Und wenn ihr an einem Tag, zum Beispiel, es gibt ja auch
für Valentinstag ein Pet. Das heißt, man hat nur einen Tag Zeit, um dieses Pet zu bekommen. Das bedeutet, ihr braucht viel Glück, diesen Ort zu bekommen. Und damit ist dann auch gleichzeitig verbunden, dass ihr, wenn ihr nämlich doch wieder durch Pilze einen Trank nehmen müsst, damit ihr wieder überhaupt auf Abenteuer gehen könnt, beziehungsweise Mut antrinken, ne? Dann ist es auch immer gut, dieses hier zum Überspringen nutzen, weil sonst geht euer ganzer Tag drauf, nur für einen Ort zu suchen. Und deswegen immer diese Sanduhr, immer, beziehungsweise Treibsanduhr ist es ja, der Ungeduld, ja, Ungeduld ist so, dann nutzt diese, damit ihr wirklich auch schnell die kurzen hier machen könnt und warten könnt. Achso, ich habe den hier vergessen. 17. Auf 2% runter, das ist doch schön. Riesenkörper, Mini-Kopf, ich weiß nicht, irgendwie proportional sieht der echt creepy aus. So. Dungeons schaffe ich hier sowieso nicht. Den schaffe ich zum Beispiel erst recht nicht. Meiner macht so wirklich keinen Schaden. Blockt. Voll abgekriegt. So. So wenig hat er gerade mal abgezogen. Er mit seinen Herzen kommt ja auch nicht sehr weit. Der kriegt nämlich ohne Ende Schaden. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ohne Ende. Weil die ist ja meistens bei mir schon fast im Ausweichen, aber im Schaden machen nicht so sehr. Geblockt. Noch ein Ticken, komm. Komm halt noch ein bisschen durch. Nein. Das habe ich geahnt. X hier. Hau mal einen richtigen rein, Mensch. Oh, so unnütz. Ihr seid so schlecht, seid ihr. So. Aber ich möchte jetzt hier nochmal sagen, nächste Woche fällt leider die Shakes and Fidget und Hero Zero Folge aus. Das heißt, das müsste... Ich weiß nicht, welcher Tag das ist. Keine Ahnung. 17. Ich weiß echt nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah. Na, auf jeden Fall. kommt, wie gesagt, heute Hero Zero, Shakes and Fidget. Nächste Woche fällt aus und am 24. Das ist nämlich, glaube ich, auch ein Montag. Der Heiligabend fällt auf einen Montag diesmal. Da muss ich leider zu sagen, dass es dort wahrscheinlich nur eine kurze Folge geben wird von beidem. Aber ansonsten ist ja für alles gesorgt. Die Wochenenden sind gesichert. Freitags, beziehungsweise mittwochs, freitags, samstags, sonntags gibt's Videos. Und ansonsten erreicht man mich über Discord. Dort kann man gerne miteinander schon für nächstes Jahr Projekte planen. Ich bin da sehr offen und ich habe auch ein paar Ideen bereits gesammelt. Und es wird mehr live Let's Plays wohl geben. Das heißt, die haben auch keine Überlänge oder sowas. Die haben eine bestimmte Nummerierung, wie die dann heißen. Ich möchte das einfach mal ausprobieren. So, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.